Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rohrvideo bei SIDA für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Soweit der Anspruch hier. Ich bin der Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Und das ist auch das Programm dieses Kanals. In dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft nachvollziehbar zu machen für mich selber und auch zu dokumentieren ein wenig, ob ich mich jetzt schon zum Homo Digitalis entwickle oder ob ich mir zum Homo Dementis mich entwickle. Sie erinnern sich da, der Manfred Spitzer, der hat ja da diesen Band geschrieben, da über Demenz und das Digitale. Und von daher ist ja die Frage, kommt jetzt das Digitale oder kommt da jetzt der Homo Dementis? Ich habe allerdings öfter mal den Eindruck, dass immer die Dementis hervorkommt. Weil man wird doch immer vergesslicher und man wird immer düsiger im Alter. Und von daher ist ja halt die Frage, liegt das jetzt am Digital oder liegt das am Alter? Momentan schiebe ich das noch alles aufs Alter. Weil für das andere habe ich einfach keine Belege. Ja. Also heute haben wir den 7.7., einen Sonntag. Und wir haben jetzt 11.30 Uhr. Ja. 11.30 Uhr. Und bringe jetzt wieder 5 Hauptpunkte. Also erstens OnLife, zweitens Gesundheit, drittens Ernährung, Umstellung, viertens Lektüre und fünftens Zeitgeschehen, TV und so weiter. Also Thema OnLife habe ich also gestern 8 Videos gemacht. Damit komme ich auf 50. Ja, 50 Videos. Und das heißt also im Juli. Ich hatte ja im Juni, habe ich ja 184 gemacht, davor glaube ich 177 und davor 170 und so ungefähr. Jetzt also 50 bisher am 7. Ja, Neues habe ich gestern gar nicht ausprobiert, glaube ich. Waren keine neuen Video-Experimente dabei. Nein. Also gewöhnliche Videos, aber nur so Gaming-Videos mache ich ja. Dann mache ich meine Essensvideos, um zu dokumentieren, was ich esse. Bringe meine Essensroutinen hinein. Mein Einkaufsvideo. Ja, und 2 Lava-Videos von gestern natürlich. Ja. Okay, 2. Punkt, Gesundheit, Beine. Ja, Beine gehen heute Morgen, aber es schwankt. Also je nachdem, wie ich mich hinsetze, dann wird es besser oder wird es schlechter. Also beim Aufstehen heute ging gut. Und dann habe ich mich nochmal kurz hingelegt, dann ging es wieder schlecht. Jetzt sitze ich im Sitzen, ist immer gut, aber wenn ich dann stehe, wird es ein bisschen schlechter, aber insgesamt wollen wir nicht jammern. Also das heißt, Schmerzlevel so 3 bis 4 momentan. So wie üblich. Ja. Ich hoffe, dass morgen alles okay ist. Weil morgen kommt ein erstes Paket und übermorgen kommt dann das zweite. Vielleicht kommen morgen auch 2 Pakete, ich weiß es nicht genau. Ja.
Ja, Smoothie habe ich heute auch schon gemacht. Heute ist ja der zweite Tag der Ernährungsumstellung. Gestern habe ich also ein Gewicht gehabt, das wieder knapp unter 90 war. Aber das metabolische Alter war gestern erstaunlicherweise auf 60 gesunken. Woran das jetzt liegt, ob das jetzt an den 0,3 Kilo liegt oder woran, ich weiß es nicht. Oder an der Hitze oder keine Ahnung. Fett ist auch ein bisschen gesunken, aber ich weiß nicht, die Werte sind nicht verlässlich. Verlässlich. Ja. Dritter Punkt haben wir also abgehakt. Vierter Punkt, Lektüre. Ja, Lektüre habe ich doch gestern. Habe ich gestern was gelesen? Weiß ich gar nicht mal so genau. Also, das nächste Kapitel war ja die moralische Ökonomie. Und da kann ich mich immer noch nicht an mehr erinnern als an den Fall da aus Niedersachsen, wo da eine pädagogische Angestellte in so ein Bergloch hineingesprungen ist, nachdem da vorher so ein kleiner Junge hineingefallen ist in das, durch das morsche Holz. Ja. Also wieder total von der Rolle. Dritter Punkt, fünfter Punkt, TV und Zeitgeschehen. Ja, was war gestern im Zeitgeschehen? Habe ich gestern Nachrichten geschaut? Ich habe gestern ein Fußballspiel gesehen, dreht um den dritten Platz. Schweden, glaube ich, ja, Schweden hat gewonnen. Und gegen England habe ich ja nicht vermutet. Ich habe gedacht, dass England wirklich die stärkste Mannschaft in Europa war, aber dem ist es nicht so. Dann habe ich gestern Nachrichten gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, was da vorkam. Keine Erinnerung, nichts. Keine Sensation. Merkwürdig. Da schaut man Nachrichten, sitzt 20 Minuten da vor dem Gerät, lässt sich berieseln und einen Tag später ist alles weg. Ja, wodurch entsteht das? Wie passiert das? Passiert das mir so oder anderen auch? Ja. Die Nacht habe ich dann wieder Netflix, da so eine Reihe gesehen. Wie nennt sich das? Black Spot oder so ähnlich. Da habe ich mehrere Folgen von gesehen gestern. Ist eine Art Keltern. Also es gibt ja Western, es gibt Eastern und es gibt Keltern. Also bezeichne ich das mal, diese Serie. Und zwar ist das so eine mit französischem Hintergrund, das so ein bisschen auf die keltische Mysterienkultur da so eingeht. Also finden Kriminalfälle statt, sehr viele sogar. Und in so einem französischen Stadtdorf. Und
Da spielt also das Kulturelle einen großen Hintergrund, hat das. Das Keltische. Von irgendwelchen Waldgöttern, von was kam gestern vor? Ein Hirschgott kam gestern vor. Ein Hirschgott. Und dass die Römer schon einen großen Bogen um dieses Gebiet gemacht hätten, hat wohl der Plinius aufgeschrieben. Villebranche, also ähnlich hieß das Wort, hieß das Dorf. Ich weiß nicht, wo das genau liegt, aber ich müsste mal nachschauen. Ja. Ja, der Film hat so eine eigenartige Stimmung so. Als die Kommissare sind schon im Dienst der Aufklärung unterwegs. Das sind schon aufgeklärte Leute. Und der Bürgermeister ist so mehr so einer von der korrupten Sorte. Naja, und die Geschäftsleute, ja, es sind halt Geschäftsleute. Aber ansonsten passieren da massenweise Morde. Deswegen hat sich da so ein Staatsanwalt dahin versetzen lassen, weil das der Bezirk ist, also die Stadt mit den, die haben fünfmal so viel Morde oder sechsmal so viel Morde wie alle anderen. Und von daher hat er sich als Staatsanwalt die Aufgabe gemacht, da mal selber nachzuschauen, was da los ist. Worüber die natürlich die Einheimischen nicht so begeistert sind. Aber der hat doch so seinen eigenen Charme, sage ich mal. Ja, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch gesehen. Ja, und dann die Kommissarin, die ist so, ja, merkwürdig. Einerseits gefühlvoll, andererseits kalkuliert die schon rational. Aber die hat dann auch immer wieder so eine Anfälle, da weiß man dann nicht, ist das jetzt eine Psychopathologie oder ist das, was soll das? Schweift das jetzt ab ins Mysterische oder? Also der Frankreich ist Land der Aufklärung natürlich der Aufklärung verpflichtet und ja, also das habe ich gestern, die erste Staffel hatte ich gestern durch, dann habe ich heute Morgen dann noch mit der zweiten Staffel angefangen. Ich habe zwei Stück oder drei, zwei, ja, zwei Stück davon der zweiten Staffel gesehen. Wie heißt die Reihe? Black Spot, glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Aber was gibt es sonst noch zu sagen? Also der Schmerz in den Waden ist weg, der ja gestern sehr stark war. Dafür kommt jetzt hier der so mehr in der Leiste, in der Hüfte und zum Steißbein her, wieder das Gelenk da oben. Das ist etwas mehr schmerzt. Natürlich ist immer noch der Druck in den Venen da. In den Waden, aber okay. Ja, okay, ich komme mal zum Ende hier. Mir fällt nichts mehr ein, dass so ist das immer halt, wenn man so improvisativ, spontan sich vor die Kamera setzt und dann versucht, da 10, 20 Minuten irgendwas zu erzählen, worüber man keine Notizen hat und auch keine Aufzeichnungen und man kann auch nichts vom Blatt ablesen, ist auch dumm. Von daher bleibt mir nur Ihnen noch einen schönen Sonntag zu wünschen und machen Sie es gut.